Pädagogik heute, worauf kommt es wirklich an? So habe ich das gesucht, mir ausgesucht, weil es ganz deutlich ist, dass Waldorfpädagogik immer mit dem Zeitgeschehen intensivst verbunden ist. Die Kinder kommen in gewissem Sinne aus dem Morgen in diese Schulen. Die Eltern haben einen großen Anspruch, für eine Zukunft ihrer Kinder eine Schule zu finden. Und insofern ist die Schule der Ort, in dem die Zukunft vorbereitet wird. Und wenn dieses Thema hier mit Rudolf Steiner zu tun hat, so hat er eben ab 1919 eine Schule zunächst mal gemacht für die Kinder, die dort waren. Und gleichzeitig hat er aber eine Schule gegründet, die einfach unglaublich genial gegründet wurde, aus dem Blick von heute. Aus dem Blick von heute kann man sagen, er hat eine Schule gegründet, die immer zukunftsfähig sein wird, weil er sie auf bestimmte Fundamente gegründet hat. Ich glaube, das war vor 20 oder vor 50 Jahren noch nicht so deutlich, wie man es heute sagen kann, nach 100 Jahren Waldorfpädagogik. Und dazu müssten wir jetzt, nachdem ich dieses Statement abgegeben habe, einen der zukunftsträchtigsten Schulmodelle überhaupt, müsste ich ja sagen, was ist denn heute die Forderung? Was erlebe ich heute als Person, als Mensch, Christian Böttger, als Forderung für diese Schule von heute? Und da kann man sagen, dass die Menschheit in gewissem Sinne sowas wie Identifizierungsschwierigkeiten hat. Also Menschen haben Identifizierungsschwierigkeiten mit sich einerseits und mit ihren Berufsaufgaben, mit dem, was sie tagtäglich tun. Und sie zeigen auch, meines Erachtens, Menschheit zeigt auch, dass es immer schwieriger wird, dieses Leben irgendwie zu meistern, also handhabbar zu haben. Und wenn ich jetzt auf die Kinder von morgen schaue, so muss ich gleichzeitig sagen, neben den beiden Schwierigkeiten Identifikation mit meinem Leben und Handhabbarkeit von meinem Leben und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so muss ich sagen, sind wir gleichzeitig als Gesellschaft hochsensibel. Absolut hochsensibel. Uns stören größere Ansammlungen von Leuten. Heute an diesem Fest ist es nicht so, aber man ist froh, dass dieses Fest nicht über ein Jahr lang gehen würde. Das wäre für uns alle eine unglaubliche Herausforderung, so ein Fest über eine wirklich lange Zeit zu machen, weil wir eben so sensibel auf Menschen reagieren, dass eine kurze Begegnung geht. Aber wenn ich das jetzt eben auf lange Zeit sehe, dann kriege ich meine Schwierigkeiten, eben das Gleichgewicht herzustellen zwischen mir und diesen Menschen. Das heißt, wie gehe ich damit um, dass die Menschheit eben in gewissem Sinne, und das sage ich jetzt einfach so als Statement in dieser kurzen Zeit, hochsensibel ist. Und ich glaube, das ist so eine Art, wie eine Art Grundton oder eine Grundmelodie, auf die wir vorbereiten müssen. Also Identifikation, Hochsensibilität und wie ist das mit der Handhabbarkeit? Und der Rudolf Steiner, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Teil. Und da sehe ich ihn eben, muss ich sagen, wie in einem Gespräch mit uns. Ich hatte vor über 40 Jahren, als ich dann zur Anthroposophie gekommen bin, hatte ich ein Buch gesehen und manchmal lese ich die Bücher auch von hinten. Das ist sehr, sehr gut. Also einfach mal hinten reinzugucken, was da steht. Und hinten stand drin, weil es eben ein Nachwort war für eine spätere Auflage, die Rudolf Steiner geschrieben hat, man nehme dieses Buch wie ein Gespräch mit dem Autor, mit dem Verfasser. Und so fasse ich unsere Pädagogik, unsere Anforderungen, Anthroposophie oder Waldorfpädagogik eben heute zu manifestieren, immer wie ein Gespräch. Ein Gespräch mit der Welt, mit den Menschen, die zu uns kommen wollen, aber eben interessanterweise auch mit Rudolf Steiner.
Und das gelingt. Also ich kann einfach nur sagen, inzwischen habe ich das Gefühl, dass mir das gelingt, dieses Gespräch. Also deswegen lassen Sie uns im Gespräch sein. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch auf die Sensibilität aufmerksam zu werden, auf die gegenseitige Sensibilität. Also jetzt zu den echten Statements. Was hat er eigentlich an so genialen Schritten gemacht? Und das ist denjenigen, die Waldorfpädagogik kennen, ist das eigentlich nichts Neues. Aber es ist eben die Möglichkeit, diese Thematik jedes Mal tagtäglich neu zu greifen. Ich möchte Ihnen einfach nur drei Dinge nennen als erstes. Das erste ist dieser Blick, dieser unbedingte Blick auf das Kind. Dieser Blick, das Kind steht im Mittelpunkt unserer Pädagogik. Und wenn das wirklich so ist, und ich sage jetzt, unsere Kinder sind anders als die Kinder, die 1919 da waren, ist ja klar. Ist total klar. Es sind ja auch andere Kinder. Aber wenn wir immer auf die Kinder der Zukunft bauen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Wenn wir an irgendwelche Traditionen denken, wenn wir an irgendetwas denken, was uns ein Staat oder eine Schulbehörde vorgibt, an allgemeinen Richtlinien, dann ist nicht das Kind im Mittelpunkt, dann sind die Regeln im Mittelpunkt. Aber solange das Kind im Mittelpunkt ist und wir unsere Methodik und unsere Arbeitsweise an dem ausrichten, wie dieses Kind oder dieser Jugendliche eben lernt und was er eben braucht oder sie braucht, dann kann, ehrlich gesagt, ganz, ganz wenig schiefgehen. Aber es gehört etwas dazu. Es gehört etwas dazu, nämlich natürlich, Sie haben es schon gemerkt, ein Erwachsener, der das bemerkt, der bemerken kann, was ist denn jetzt hier eigentlich die echte Frage? Denn Sie können davon ausgehen, dass kaum ein Mensch die echte Frage richtig formulieren kann. Die eigentliche Lebensfrage ist ja eine Frage, die in der Zukunft relevant werden wird. Und wir erziehen für die Zukunft. Das heißt, wie mache ich mich als Mensch fähig, die Zukunft irgendwie, ja, zu antizipieren. Und da ist wieder ein Kollege, ein Elternteil, das im Gespräch ist, ist meines Erachtens diejenige Persönlichkeit, die das irgendwie schaffen kann. Ein Kollege, der sich dauernd, oder eine Kollegin natürlich, die sich dauernd darum bemühen, sich selbst weiterzuentwickeln. Denn nur der sich entwickelnde Mensch kann einen sich entwickelnden Menschen erziehen. Erziehen ist da quasi eine Art falsches Wort, so in Klammern, in Parenthese. Es meint ja immer in der Entwicklung begleiten, auf die Zukunft vorzubereiten. Und jetzt kommt noch eine dritte Dimension dazu. Das ist meines Erachtens die geistige Dimension. Also wenn man darauf guckt, was Rudolf Steiner eigentlich wollte, dann ist es eben immer und an jeder Stelle die geistige Dimension zu berücksichtigen, ins Leben zu bringen, die Menschheit darauf aufmerksam zu machen, du bist nicht nur ein Leib, du bist nicht nur etwas, was deine Emotionalität ausdrückt, du bist nicht nur ein Gewohnheitstier, sondern du hast eine Dimension in dir, die viel, viel größer ist, eine nicht, zunächst mal nicht offensichtliche oder offenbare Situation. Und wenn du es schaffst, dich für die Dimensionen des Geistigen, die vielfachen Dimensionen des Menschlichen zu bemühen, dann ist das eben die dritte große Dimension. Und ich glaube, dass wenn wir diese Dimension nicht mit einbeziehen, dann hilft uns praktisch nicht der Blick aufs Kind oder der Blick auf unsere Selbsterziehung, sondern es braucht diese dritte, diese vertikale darüberstehende. Und auch dafür brauchen wir wieder interessanterweise das Gespräch.
Ich merke das eigentlich immer wieder. Die interessanten Gespräche entstehen dadurch, dass es eben eine Begegnung ist, die eine, ja, man könnte sagen, eine geistige Öffnung ermöglicht. Und für mich war dieser Mensch, Rudolf Steiner, eben jemand, der an jeder Stelle das Leben eigentlich interessanter gemacht hat, weil er an vielen Stellen neue Fragestellungen entworfen hat. Also das Leben wurde an keiner Stelle einfacher. Das nicht, das können Sie vergessen. Aber es wurde interessanter. Interessant ist ja nicht, wenn es einfach ist, sondern interessant ist, wenn ich an jeder Stelle bemerke, es gibt noch eine Sache dahinter. Und insofern gefällt mir, um jetzt meinen kleinen Beitrag abzurunden, gefällt mir eine Äußerung, die er in England gemacht hat, 1923, immer wieder so unglaublich gut. Er spricht da eigentlich über die Anthroposophie, aber er sagt, und es trifft meines Erachtens die Waldorfpädagogik genauso, denn er war eigentlich für eine Waldorf-Lehrertagung dort. Eigentlich, im Grunde genommen, ist meine Anthroposophie nichts, was irgendetwas mit dogmatischen Themen oder Traditionen zu tun hat, sondern im besten Sinne eine Versuchsmethode des allgemein Menschlichen. 1923 gesagt, eine Versuchsmethode. Und jetzt ist natürlich die Frage auch wieder, was ist das allgemein Menschliche? Ja, und das ist eben das, was wir eigentlich tagtäglich suchen dürfen. Tagtäglich ist, wenn ich sage, ich bin ein Mensch, dann bin ich irgendwie fertig. Ja? Aber ich will morgen auch noch ein Mensch sein. Ich will morgen noch ein bisschen menschlicher werden. Das ist der eigentliche Weg. Also eine Versuchsmethode des allgemein Menschlichen ist diese Waldorfpädagogik. Vielen Dank fürs Zuhören.